Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich weiß selber nicht, warum ich das mache. Wahrscheinlich, weil beim letzten Mal ungefähr 900.000 Leute in meine Kommentare geschrieben haben. Revi, du reagierst sonst auf alles und jeden, aber auf Katjas Song hast du nicht reagiert. Katja Krasavitsch hat ein neues Musikvideo hochgeladen, was innerhalb von 2 Stunden mehr Aufrufe gemacht hat als mein Musikvideo, welches natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt ist, meine Freunde. Wenn ihr übrigens anständige Musik hören wollt und nicht vielleicht sowas, dann schaut auf jeden Fall mal gerne auf Spotify Not So Cool vorbei. Ja, hochgeladen ist der Song vor 2 Stunden worden. Madonna für Arme, einfach nur Damn, ich hab dicke Lücken. Ich glaube, sie hat dicke Lippen. 500.000 Aufrufe, dicke Lippen gibt's hier. Gucken wir mal ganz kurz. Aha, da ist ein sehr schönes Artwork. Das sieht wirklich ganz gut aus. Was haben wir hier so in der Videobeschreibung? Club Booking Anfragen. Was machst du dann? Also, trittst du da live auf, Katja? Falls ja, hätte ich dich gerne auf meinem 14. Kindergeburtstag. Ja, die Resonanz nicht so schlecht, wie ich es erwartet hätte. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam dieses Meisterwerk an. 3 Minuten purer Qualz. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich so ist wie Gina Wild in der Hitze der Nacht 4.0. Oder vielleicht doch nur ein billiger Softporno, wie schon beim ersten Track. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ja, das geht dann schon in den Autotune-Elektro-Bereich. Generell wieder sehr freizügig hier unterwegs. Aber das Video sieht sehr, sehr, sehr professionell gemacht aus, wie auch schon das erste. Ich hab das Copyright auf den Doggy-Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Mach es mit Hingabe, ich kann wie der Wind blasen. Fang ich an mit meinem Mund, haut es sich um wie ein Kinnhaken. Okay. Okay, es geht also wieder nur, wie auch nicht anders zu erwarten, ums Bumsen bei Katja. Beim ersten Song ist mir schon die Parallele zu Finger und Kadel aufgefallen. Vielleicht kennt ihr diesen Song noch. Ich kann ihn ja mal ganz kurz zeigen und hoffe, dass ich hier keinen Copyright-Strike bekomme. So, es ist alles so irgendwie so ein bisschen hier mit Michaela Schäfer. Das geht genau in die Richtung hier. Das ist quasi... Hey, 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 hey. Also, das ist halt sehr, sehr oft anwendbar. Genauso wie der Song hier. Unordentlich ab, Svetlana! Ja, es geht nur um Pornos und Bumsen. Hat er diesen Trend dann wohl scheinbar für sich erkannt. Das ist, also, sowas funktioniert halt in Deutschland, ne? Ballermann-Bums-Musik. Spricht auf jeden Fall für unsere Kultur. Jetzt ist Schluss mit lustig, lutsch deinen Chupa-Chupis. Kann ich kurz ansprechen, dass das hier vielleicht nicht die beste Wahl eines Outfits ist, weil man da eventuell deinen Penis, ich meine, dein Geschlechtsteil sehr, das ist nämlich angewollt. Der Zuckerguss spritzt, aber bitte vergiss nicht, heute mit meinen Lippen habe ich bei Männern ein leichtes Spiel. Wenn ich sag, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Stiel. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, musikalisch, es geht ja wirklich ins Ohr. Es geht ja wirklich gut ins Ohr und man kann es sich ja sicherlich anhören. Aber was der Songtext und alles Weitere so betrifft, keine Ahnung, Alter, da kann ich mir doch abends um 12 Uhr auf ProSieben diese ganzen Sex-Werbespots reingucken. Es ist halt immer so kurz davor, bis es geil ist. Also hier jetzt nicht unbedingt. Eigentlich da auch nicht. Dicke Lippen, dicke Lippen. Ich hab dicke Lippen und sie blasen. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie break blasen. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie blasen. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie blasen. Wie gesagt, musikalisch und so weiter und so fort, ist das irgendwie, finde ich, noch voll cool, vertretbar so, auch vom Songtext her. Ich meine, es ist halt sehr eindeutig, zweideutig mal wieder. Es geht natürlich nicht um die Kaugummiblase, die sie da ausspuckt, sondern halt um die ganzen fetten Kaugummi-Stängel, die sie oral sich einführt. Aber ich weiß halt nie, was ich von sowas halten soll. Keine Ahnung, ist es jetzt cool, weil es Trash ist, oder ist es Trash, weil es nicht cool ist? Ich weiß es nicht, Mann. Der Effekt auf der Stimme gefällt mir übrigens sehr gut. Dieses Robotic Stuttering mit diesem Autotune drauf finde ich sehr cool. Dicke Lippen.
Ich muss ganz kurz nochmal unterbrechen. Ich habe mir wirklich Schlimmeres vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, dass es nicht um diese Lippen geht, sondern weil es halt Katja ist, dass es um ganz andere Lippen am weiblichen Körper geht, wo ich wirklich schon Horrorfantasien gehabt habe. Wie will man das video- und songtechnisch umsetzen? Also wirklich, ich habe Angst davor gehabt. Ich bin bis jetzt minder überrascht davon, dass es so jugendfreundlich konzipiert ist. Ja, ja, jugendfreundlich ist es. Ich taub Jahreslöhne ab in jeder Stadt mit meinen Shows. So viel Gage, ich bin jeden Tag beim plastischen Chirurg. Das finde ich halt nice, ist cool gemacht, so ist cool geflowt. Ich finde es halt ganz cool, dass sie sich halt, sie nimmt dich ja selber überhaupt nicht ernst. So dieses, ich bin jeden Tag beim plastischen Chirurg. Ja, so siehst du halt auch aus. Aber ich find's cool, dass du damit so offen umgehst. Ich find's halt cool, dass sie da so sagt, yo, I don't care. Damals war das anders, keine Mark in der Jeans. Heute kostet mein Körper so viel, wie du in 3 Jahren verdienst. Ja, man kann es halt schon feiern. Und da kommt natürlich auch ganz klar, wir haben 2018, Leute, der Bitcoin muss ballern, ganz wichtig. Ich übernehme das. Wobei ich da jetzt natürlich jetzt halt schon wieder sagen kann, also in 3 Jahren verdienst. Ist es schon witzig gemacht. Da könnte man natürlich jetzt wieder vermuten. Eine Nacht mit Katja Krasavic kostet also quasi da einmal reinzukommen. Wo steht der Bitcoin gerade? Bei 6.000 Euro. Bei 5.000 Euro. Eine Nacht mit Katja Krasavic momentan für 5.308 Euro im Angebot, meine Freunde. Meldet euch da einfach mal in den Kommentaren. Wenn ihr ein paar Bitcoins loswerden wollt, könnt ihr die da gerne reinballern. Ich übernehme das Steuern für dich. Blase so lang, bis das Feuer erlischt. Ziehe mich aus und dann läuft es mit Klicks. Mach beiläufig Geld mit 2 deutigen Hits. So heißt es, das Gummi hier einfach. Hey, sie hat's ja raus. Ich mach beiläufig Geld mit 2 deutigen Hits. Das ist schon halt cool geflowt. Und es ist ja genau das. Es ist ja ganz genau das, Alter. Ich weiß halt jetzt schon, Katja in Lack und Leder, da sitzen 914-Jährige ungefähr so. Und wahrscheinlich kauft ihr es dann noch. Wahrscheinlich habt ihr euren Kalender gekauft. Und wahrscheinlich kauft ihr eure getragen Unterhosen, die perversen Schweine, Alter. Geld mit 2 deutigen Hits. So heißt es, das Gummi hier einfach mal platzt. Ich meine die Reifen von meinem R8. Wo denkst du denn hin? Es war nicht so gemeint. Du hast schon wieder ans eine gedacht. Es ist vom intellektuellen Niveau her, meiner Meinung nach, songtechnisch, ein bisschen höher als das letzte Mal. Beim Doggy ging es halt wirklich nur dieses Gib's mir dieses Ohrwurm-Ding halt. Und hier nimmt sie sich so ein bisschen selber auf die Schippe und vor allen Dingen auch ihre Zuschauer. Dieses, natürlich habe ich meine R8 gemeint mit dem geplatzten Gummi und nicht das in deiner Hose. So dieses, ja, ihr seid alles Perverslinge. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es eigentlich echt cool, so ein bisschen. Ich hab dicke Lippen. Also, über den Refrain, beziehungsweise den Drop, kann man halt wirklich blasen. Ich hab dicke also, Lippen, ich, das, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie blasen. Es ist halt wieder, es ist halt auch wieder songtechnisch genauso designt, also von der Abfolge her. So, das geht halt in den Kopf. Und ich weiß halt jetzt schon, dass ich gleich im Auto sitzen werde und mich irgendwie versuche, diese Scheiße aus meinem Ohr zu bekommen, aber es geht nicht. Und das hat dieser Stradova, glaube ich, heißt der, wirklich gut raus. Also er macht es halt echt so, dass es halt im Ohr bleibt. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie blasen. Ich muss ehrlich sagen, dass die Mitschauspielerin von Katja, die Stripperin im Video, deutlich freizügiger sind als sie dieses Mal. Sie ist nicht so körperbetont wie sonst tatsächlich, abgesehen jetzt vom Unterleib der Frau. Obenrum ist es wirklich noch Bikini-mäßig, Badeanzugsmäßig gestaltet. Vielleicht ist das letzte Video entmonetarisiert worden, Katja. Vielleicht kannst du mal darauf reagieren. Ich weiß nicht, ist da irgendwas passiert, dass du dich jetzt ein bisschen mehr anziehen musst? Aber ich glaube, dass dieser Song hat für mich jetzt schon den Punkt erreicht, wo er mir am Sack geht. Ich weiß nicht genau. Also, es ist musikalisch, es ist so mit diesen Robotic-Effekten und sowas. Finde ich wirklich cool, finde ich echt schön. Aber da hat mir das erste doch irgendwie deutlich besser gefallen. Also, weiß ich nicht. Das ging halt einfach mehr ins Ohr. Das war ein bisschen melodischer. Da war mehr Breiten drin und so. Das ist alles sehr schmal gehalten. Ich bin auch nicht Tubor und ich habe keine Glatze, aber so ein bisschen kann ich ja auch was dazu sagen. Wobei ja dieser Sinti ganz cool ist, die Chords, die da gespielt werden. Lippen,
die zwei Jungs hier, können die jetzt, also ich meine, sehen ja wirklich beide gut aus und ich würde alles geben, so einen Körper zu haben. Ist halt jetzt die Frage, ob das jetzt so geil ist, also für 200 Euro in einem Katja Krassavitz-Video zu tanzen. Das will ich jetzt einfach mal dahinstellen. Ich hab dicke Lippen, ich dachte, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen und sie... Okay, das ist am Ende auch clever gemacht, dass man sich das Blasen quasi selber denkt, weil dann würde es halt mehr als Ohrwurm gehuckt und so weiter. Also Start Over oder wie er heißt, Start Over nehme ich an, macht da wirklich wieder einen ganz guten Job. Es ist auch vom Mixdown und Mastering her, es ist echt cool, also es kommt gut an so. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich jetzt auf den größten und ekelhaftesten Hardcore-Porno der deutschen YouTube-Geschichte vorbereitet. Ich bin ein bisschen enttäuscht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Katja, da musst du, glaube ich, nochmal... nachbessern. Das scheint von der Schwerkraft her einfach nach unten zu ziehen. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich hab das Copyright auf den Doggy Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Also nochmal, so textlich und sowas. Ja, es ist echt nicht, also abgesehen von diesem Lutscher, der wirklich aussieht wie ein Pimmel, straight up aussieht wie ein Pimmel und ich nicht wissen will, wo der vorher beim Dreh gewesen ist, ist es echt durchschnittlich okay. Ich finde es nicht so schlecht, ich finde es eigentlich ganz gut. Gerade halt hier dieser etwas... Mit zwei deutigen Hits, dieses etwas schneller geflowte finde ich ganz cool. Wie gesagt, die beiden Jungs, es tut mir leid für euch. Ich fand Doggy tatsächlich besser. Und ja, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen als Katja. Ich nehme an, wir sind alle wieder unglaublich stolz auf dich. Ja, und das war's von diesem Video. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei für schöne Musik. So, Mädels. Das macht mich halt immer ein bisschen fertig. Vor 2 Stunden 483.000 Aufrufe. Wie viel hat Doggy? 30 Millionen, 40 Millionen, 18 Millionen. Ja, da kann ich nur sagen, Leute, gebt mal oben ein Not So Cool und schaut euch mal ein richtig aufwendiges Musikvideo an, was nach 6 Tagen 600.000 Aufrufe hat. Katja hat mich jetzt schon überholt. Das ist traurig, aber so ist nun mal mein Leben. Ich habe auch keine dicken Lippen und keine dicken Titten. Es tut mir leid. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und der Originaltrack ist natürlich unter meinen sämtlichen Spotify- und Musikvideo-Links ganz irgendwo in der Videobeschreibung verlinkt. Aber er ist da. Keine Sorge. Das war's von diesem Video. Macht's gut. Der von dem Haters. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.